Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, wir haben hier in der letzten Folge der alten Dame geholfen, die Rätsel um zwei Männer in dieser Hütte zu klären. Der eine ist abgehauen, der andere ist da drinnen tot. Und wir haben ihre heißgeliebte Bratpfanne gefunden. So, und wurden dann von ihr glücklicherweise gut verpflegt mit Brot, Bratapfel und Apfelsaft. Das ist echt nicht verkehrt. Jetzt ist er gesprungen. Jetzt sind wir schon mal mit dem. Ja, jetzt sind wir schon mit dem Unterleib auch im Wasser. Dabei wollte ich doch ganz kurz mal zur Alchemie rüber gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Also das ist hier uns alles bekannt. Also wir finden im Prinzip dann bloß die Rezepte. Ja, hier hat man. Genau. Also wir müssen hier jetzt nichts kosten, wie zum Beispiel bei Skyrim, sondern wir bekommen dann einfach die Rezepte und dann wird uns angezeigt, was wir dafür brauchen. Was ist das denn? Kleines grünes Muttergen. Aber aktuell können wir nichts herstellen. Okay, gut. Wir müssen dahin. Finde mit Hilfe deiner Hexensinne etwas kreuzt und am Grund des Flusses. Du kannst das jetzt nicht tun. Ich möchte springen. Danke. Oh, weh. Hier gibt's Unterwassermonster. Da raste ich aus. Schaut auch geil aus. Mal kurz umschauen. Sauerstoffanzeige hat sich gerade oben eingeblendet. Aber ich sehe gerade hier nichts, was sich bewegt, was nach einem Monster ausschaut. Das ist ein Fischi. Aber der wird uns wohl wenig Schaden zufügen. Also wir haben eine Menge Sauerstoffvorrat. Trotzdem tauchen wir jetzt kurz auf, um jetzt wieder abzutauchen. So. Da unten haben wir was. Mal gucken. Gut. Damit hätten wir das dann schon. Können wir schon wieder auftauchen. Gleich haben wir es Mitternacht. Wo müssen wir jetzt hin? Die Beste. Ah, okay, gut. Wir müssen in die Stadt. Das ist sehr gut. Das sind ein paar verfügbare Quests. Und wir können mit der Wirtin ein bisschen verhandeln. Schneller, ach, X gedrückt halten. Ich habe mehrmals gedrückt. Geht dann auch mehr Sauerstoff verloren? Nee, ne? Langsamer auftauchen. Aber nur langsam. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ich habe getan, was. Ach so. Das klang jetzt so, als wäre jemand gestorben oder so. Oh, ein Seepferdchen. Plötzlich ist sogar ein Seepferdchen. Verrückt. Komm schon, Plätze. Gott. Bis du hier den Weg gefunden hast. Das ist echt verwirrend, dass auf der Karte diese Punkte auch mal einfach übers Feld gehen, anstatt die ganze Zeit immer einen Weg anzuzeigen, auf dem du laufen kannst. So. Sind wir erstmal hier zurück. Guter Mann, dem gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er. Schon gut. Dieser Bojan. Wacht er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. So, Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greifen angenommen. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Mal gucken, was dabei rauskommt. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Aber wir sind immer noch sehr knackig. Ich habe einen Vertrag. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte: wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen.
Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Kreuzton habe ich schon. Ja, wir werden wahrscheinlich beides sagen können. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Genau, Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Sind wir schon so weit? Also ehrlich? Bis später, wir sehen hier. Lass mal hier noch irgendwie bei dem Anschlag mal erstmal gucken, ob wir hier was verkaufen können. Wo ist sie denn? Da. Die gute Elsa. Brauchst du sonst noch was? Behandeln die Nilfgaarder dich gut? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkrest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an? Schauen wir mal. Heißt das, dass wir das nicht verkaufen können? Oder dass sie nicht genug Geld hat dafür? Nee, wir können es nicht verkaufen. So wie die Sachen auch nicht. So, haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Hier zum Beispiel. Kann ein Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden? Okay, wenn es zerlegt werden kann, dann bleiben wir erstmal noch dabei. Wir kaufen immer jetzt noch hier das letzte Brot ab. Hast du Wasser? Mittlerweile mal. Nee. Zwergenschnaps. Ja, aber Karten. Wie kosten die denn? So viel ist es nicht. Stärke der Einheitenkarte. 8. Belagerung. Fernkampf. Oh. Ja, die Karte kaufen wir. Drachenjäger. Und dann aber hier noch. Warte mal. Backkartoffel. Nee, ich will zu dem Backapfel. Bratapfel. Backapfel. Oh, wenn wir alle holen. 40. Gut. So, jetzt sollten wir erstmal gut versorgt sein. Gut versorgt. Dankeschön. Muss jetzt schon wieder der Ausgang hin. Eine Bäuerin, die ist neu hier. Verschwinde lieber von hier. Oh ja, ist ja gut. Plötze, lauf weiter im Kreis. Hier gab's doch diesen Anschlag. Ah, eins weiter da hinten. Mal gucken, was wir da machen können. Ui, Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Anschlagbrett, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkunde, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmiedetisch, Schleifstein. Naja. Ach Gott. Sind ja mehrere. Bruder, wo bist du? Was klingt denn interessanter? Die neue Ordnung, Nilfgaardischer Unterricht, Zusatzration, Auftrag Teufel beim Brunnen. Bruder, wo bist du? Gesucht Deserteur.
Zusatzrationen. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Ich nehme das jetzt mal kurz. Achso, dann ist es einfach genommen. Okay. Oh Gott, nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Ja. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte. Bla bla bla. Ach ja. So. Ach, Herr Jemini. Was soll man hier? Ort der Macht. Ach, da waren wir bei dem Greifen gewesen. Verfügbare Quest. Was haben wir denn hier? Nicht erkundeter Ort. So vieles. Gehen jetzt einfach mal hier rüber. Mir ist gerade lieber mit einer Person zu reden, ey. Es wird immer mehr. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf einer Minikarte mit folgendem Symbol: versteckter Schatz, Verlies, Monsternest, Ort der Macht, Person in Nöten, Kriegsbeute, Schmugglerversteck, bewachter Schatz, verlassene Städte, Banditenlage, Monsterlage. Ach, Herr Jemini. 50 Jahre Arbeit durch den Schornstein. Schornsteinfeger oder was? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Beleidige mich nicht. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Vielleicht können wir hier einen guten Schmiedfreund finden. Das machen wir gleich mal. Weil ich hoffe mir echt davon, dass wir da ein bisschen noch, bevor wir den Greifen uns schnappen, uns ein bisschen verbessern können. So. Wir brauchen Hinweise. Hier drüben. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Hier haben wir die Fußspuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ein großer Mann. Na dann. Folgen wir der Spur. Mal schauen, wo sie uns hinführt. Wahrscheinlich zu einem großen Mann. Ja, untersuch. Nee. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Ja, wenn er betrunken ist, wäre das jetzt nicht so verkehrt für uns. Es sei denn, er ist wie Popeye der Seemann und holt durch Schnaps seine Kräfte. Gott, oh Gott. Wo ist er denn jetzt lang?
hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Das ist ihm anscheinend auch soweit erstmal gelungen. Oh, eine Angel. Fischernetz. Warum können wir uns damit jetzt selber ausrüsten? Alchemie und Handwerk. Kann ein Händler verkauft und im Handwerk Zutaten zerlegt werden, okay. So, ist der jetzt, wenn ich jetzt den Fußspuren... Also er wird nicht hier rüber gegangen sein. Hallo? Er ist hier durchgegangen. Wir werden sicherlich jetzt hier auf der anderen Seite seine Fußspuren wiederfinden. Hier noch nicht. Da drüben, da haben wir sie wieder. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hallo. Gleich mal angreifen, bevor der irgendwie was machen kann. Oh. Die zögern echt nicht, die Schweine, ey. Ah, wir bekommen Unterstützung. Und noch einen schweren Angriff hinterher. So. Sehr gut. Dankeschön. Warte mal, müssten wir jetzt nicht von denen diesen... Das schaut interessant aus. Können wir von denen nichts aufnehmen? Weil es gibt doch hier für die... Na super. Diese ertrunkenen Hörn als Zutat Alchemie, dachte ich. Die Spur führt wieder ins Dorf. Schade. Mehr Spuren. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Okay, also er ist trotzdem angekratzt. Ech, Elen Tet Ategane. Eb Evoni Alba. Okay. Da sind die Fußspuren. Führt weiter durch das Dorf. Ob die ganz was weiß? Augenzeuge? Haarschleierlinge. Hier rein. Wahrscheinlich hat er... Entweder wohnt er hier. Oder er hat hier Hilfe gesucht. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Er hat keine Wunden. Das wird da drüben. Was haben wir hier? Ist es der Bauer? Nee, die Bäuerin. Was haben wir denn hier noch so alles? Die pennen halt alle. Nee. Ja, du pennst nicht, ich weiß. Was haben wir hier? Ich finde ihn aber nicht. Es wird dann einer derjenigen sein. Ah, hier können wir hier auch noch. Ah, nee, das ist schon anders Licht. Was haben wir hier unten noch? Da ist doch gerade auch. Wasserflasche. Da würde ich mal sagen, dass es hier dieser Bauer ist. Aber der pennt ja, das ist das Problem. Aufwachen. Hey. Zeit aufzustehen. Muss ich jetzt warten, bis die aufwachen oder was? Zuschlagen will ich jetzt hier nicht. Hey, wach auf! Ja, aufstehen, aufstehen. Mehr sind hier nicht.
Der Junge wird es nicht gewesen sein, die Bäuerin auch nicht. Was kann ich denn halt bei ihr aufnehmen? Dörrobst. Die pennt mit Dörrobst im Bett. Das ist wahrscheinlich ihr Mitternachtssnack. Der Junge schreit, sagt nur nee, nee. Ah, hierhin geht's noch lang. Ah. Von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Na du? Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Gut, aber keine Brandstifterei mehr. Kommt nicht in Frage. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Dein Ernst. Versuch's doch, beruhige dich und komm mit. Ganz ruhig, komm jetzt. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Tja, einiges erlebt, mein Guter. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Das finde ich eine sehr gute Einstellung von dir. Achso. Wir sind im Prinzip hier hinten lang gerannt, um dann hier drinnen zu landen. Klar, natürlich, locker. Na los, komm. Eile. Und nicht fallen. Nicht das Genicke brechen. Es wird langsam wieder hell. 3.30 Uhr. Junge! Ganz. Jo, während der braucht, können wir uns ja hier ein bisschen umgucken, nochmal das Dorf ein bisschen genauer anschauen. Während hinter den Häusern die Sonne aufgeht. Es ist in jeder Folge ein Muss, dass ich einmal es erwähnen muss, es sieht so geil aus. Schaut echt Bombe aus. Na komm. Der Weg ist nicht weit. Hallo, beweg dich. Darf ich den tragen? Bitte. Junge, du nervst mich. So, wo mache ich jetzt hier? Hey, mein Freund, ich habe hier jemanden mitgebracht. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na, du? Ich habe deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben.
Harte Strafe. Hertha konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ich wusste es doch. Auch wenn ich das jetzt mega übertrieben fand und Erfahrungspunkte 50. Auch wenn ich das jetzt mega übertrieben fand, haben wir doch jetzt mit Willis einen jemanden gefunden, der uns unterstützen kann. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Oh, den jetzt gleich am Baum. Also, naja. Harte Zeiten, ne? So ist das halt. Was kümmert denn, wenn ich jetzt mit dem rede? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Ware. Ich hätte gerne, dass du mir etwas anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Wie sieht denn das hier aus? Links auf dem Bildschirm siehst du die Liste der Schemas in deinem Besitz. Verwende X, um Schemas auszuwählen und L, um nach oben und unten zu scrollen. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstandes. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Wenn du das erforderliche Geld hast, drücke X, um den Gegenstand herstellen zu lassen. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmiede für die jeweiligen Gegenstandstypen sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Wir haben aber aktuell echt nicht so viele Rohstoffe, als dass er uns hier irgendwas herstellen könnte. Reparieren ist eigentlich alles noch recht okay. Hier, wir könnten das Langschwert mal noch reparieren für 27. Das ist gut. Zerlegen. In diesem Fenster kannst du Gegenstände, die du nicht benötigst, zerlegen und einige ihrer Komponenten bergen. Hier siehst du deine Gegenstände. Hier siehst du, welche Komponenten nach Zerlegen des Gegenstands überbleiben. Hier siehst du, wie viel es dich kostet, diesen Gegenstand zu zerlegen. Drücke zum Zerlegen des ausgewählten Gegenstands X. Wenn der Gegenstand verbessert wurde, bleiben die Verbesserungen erhalten. Geil, wir können eine Notiz in zwei Notizen anscheinend. Nee, warte mal, wir hatten hier die Angel. Da kriegen wir Holz und Schnur. Und hier kriegt man Draht, Zwirn, das Schwert kriegen wir Eisenbach und Lederstücke. Leder- und Fellstücke. Das ist echt krass, das ist... Wow, hier ist so vieles möglich. Dass ich mir das echt auch mal in Ruhe angucken muss, mir hier Überblick zu verschaffen. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so das Interessanteste für euch, mir jetzt dabei zuzugucken, wie ich hier versuche durchzublicken. Naja, ich würde an dieser Stelle jetzt auch diese Folge beenden. Leb wohl. Leb wohl, wir werden uns wiedersehen. Nein, egal. Ich würde jetzt an dieser Stelle diese Folge beenden. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, ja, ich glaube, sehen wir eigentlich, wie viele Punkte wir noch brauchen bis zum nächsten? Ach, da rechts oben. Oh, wir brauchen schon noch 400 Punkte bis zur nächsten Stufe. Das ist schon viel. Das sind einige Missionen, die wir machen müssten. Könnten wir theoretisch eigentlich in der nächsten Folge den Greif in Angriff nehmen. Aber das überlege ich mir nochmal ganz gut. Jedenfalls, wie gesagt, besten Dank, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Witcher 3.